Liebe Maria, schön, dass du hier bist. Ich freue mich, dass du dir Zeit genommen hast, um ja ein paar Fragen zum Thema vegane Ernährung mit Kindern zu beantworten. Meine Zuschauer oder die, die mich schon länger verfolgen, kennt das ja auch von meinem Kanal. Da habe ich ja immer mal ein paar Impulse gegeben, auch Rezepte gezeigt, die ich für meine Kinder zubereite. Auch meine Kinder sind ja auch mal zu Wort gekommen zum Thema Ernährung, haben ja auch mal selber ihre Meinung dazu gesagt. Meine Kinder sind ja jetzt schon 14 und 18, also schon einen erwachsenen Sohn. Und da hat man natürlich nicht mehr so eine Einflussnahme, als wenn sie noch jünger sind. Maria, deine Kinder sind 4 und 8 Jahre alt und auf deinem Kanal More Raw Food, den werde ich auch oben verlinken, auch ein sehr wertvoller Kanal mit vielen wertvollen Inputs und Impulsen, da dreht sich ja alles um gesunde Ernährung, auch pflanzenbasiert, Rohkost, von dir gibt es ganz tolle Rezepte, auch E-Books, also da kann man sich wirklich gut auf die Rohkost einstimmen mit deinen Rezepten. Und wie hast du das mit deinen Kindern gemacht? War das für dich von Anfang an klar, also meine Kinder ernähre ich auch so, wie ich mich ernähre, pflanzenbasiert, rohköstlich oder mit einem hohen Rohkostanteil? Wie hast du das gemacht? Wie war so genau deine Vorgehensweise? Ja, danke Silke, dass ich da sein darf. Es ist so schön. Und hallo, ganz süß, hallo an euch alle. Also bei mir war das ja am Anfang so, als ich mit der Rohkost angefangen habe, ich war ja so ein bisschen all in, ne? Und als ich dann, ich weiß nicht, ob ihr das so kennt, aber wenn man so ein Baby im Bauch hat, dann hat man so gewisse Vorstellungen. Ich auf jeden Fall hatte so gewisse Vorstellungen, wie das dann jetzt alles sein würde und wie ich das genau mache, wenn ich ein Kind habe. Und dann immer so diese Gedanken, ja, die anderen, die sagen, es ist eine Riesenumstellung, aber ich kriege das dann nun hin und meine kleine Lorella wird 100% Rohköstlerin. Mache ich gleich von Anfang an alles richtig, ich weiß ja jetzt, wie es geht, so. Lorella kommt auf die Welt, alles gut. Und ich habe gemerkt, das Mama-Dasein ist doch eine bisschen andere Kugel, als was ich gedacht habe. So die Zeit für die ganzen Essensvorbereitungen und so. Und das Kind hat ja dann auch noch einen eigenen Willen und der wird dann mit der Zeit immer stärker. Ne? Vor allen Dingen, wenn man dann aufhört zu stillen. Also Lorella hat lange gestillt, aber als sie dann so das essen wollte. Und da habe ich dann, also anfangs das erste Jahr natürlich komplett Rohkost gemacht. Und irgendwann war es aber so, in Schweden gab es so ganz schlimme Kontrollen, so wie die Kinder wachsen und so Wachstumskurven. Und da bin ich natürlich immer mit Lorella so zur Hebamme zu den Wachstumskurven und Lorella lag immer da drunter. Und irgendwann hatte das dann, als ich aufgehört hatte zu stillen, ist es dann noch mehr abgeflacht. Und dann meinte die Hebamme so, wir müssen jetzt aber einen Arzt treffen, Maria, wir müssen einen Arzt treffen. Ja, und er hat euch ja pflanzenbasiert, das geht ja alles in die falsche Richtung. Und du, ich habe mir zu Hause bei Chronometer alles eingetippt, was die alles isst, ob die ihre Nährstoffe kriegt und war schon vorbereitet auf den Kampf mit dem Arzt, weißt du so, weil ich ja nun auch so war, stolz erzählt habe, ja, und Rohkost und hier. Und dann kam der Arzt und ich war voll gepreppt und er hatte total Glück und der sagt, ich so, wollen Sie nicht das Kind jetzt nochmal wiegen und abmessen? Und er so, nö. Also der saß da tiefenentspannt, hat sich Lorella angeschaut, wie die gespielt hat. Was soll ich mit dem Kind machen? Es hat rosane Wangen, die spielt, die ist aufgeweckt, die sieht nicht blass aus, die hat eine tolle Hautfarbe, da muss ich doch nichts messen und nichts wiegen. Wissen Sie was? Ich sage aber, naja, wegen der Kurve, da sagt, wissen Sie was? Es gibt dicke Kinder, es gibt dünne Kinder und es gibt große Kinder und es gibt kleine Kinder. Machen Sie mal, Sie machen alles richtig, machen Sie weiter mit dem, was Sie machen. Da habe ich schon ganz andere Fälle gesehen. Da war ich ja erleichtert. Aber vorher war es natürlich eine Auseinandersetzung auch mit Samuel, weil der ja zu dem Zeitpunkt auch noch Fleisch gegessen hat. Und für mich war aber, oder für uns beide war klar, dass meine Ernährung die gesündere ist. Also haben wir eben gesagt, Lorella wird rohköstlich ernährt. Dann, als es mit diesem Wachstum war, habe ich dann gesagt, okay, wir geben ihr vielleicht mal ein paar gekochte Kartoffeln und so. Weil sie konnte ja auch von Papas Teller halt nicht so viel nehmen wie von meinem Teller. Und ich wollte auch nicht ständig immer Nein sagen. Und dann habe ich aber, wir wollten aber beide nicht tierisch und Samuel hatte auch am Anfang, wir hatten so eine Diskussion, weil er dachte immer, ich mache das, weil ich eben akribisch dachte, dass es total gesundheitsschädlich ist, wenn sie jetzt ein Stück Fleisch und ein bisschen Milchprodukt isst. Aber ich habe ihm irgendwann, als es dann so zu einem Riesenkrach kam, habe ich ihm gesagt, weißt du was, mir geht es gar nicht darum, dass kein Stück Fleisch oder Milch da reinkommt, sondern mir geht es einfach darum, wenn ich Lorella so beobachte, die liebt jede Ameise, jedes Tierchen, alles Lebewesen liebt die. Wenn die wüsste, dass die so ein Lebewesen erstmal, dass es getötet wird, wie viel Leid dahinter steckt und sie das dann isst und die mich irgendwann mal fragt, aber Mama, warum hast du das zugelassen, dass so viel Leid passiert, nur damit ich das essen kann? Das hätte ich doch niemals gewollt. Ich könnte ihr die Frage nicht beantworten. Und deswegen will ich lieber abwarten, bis sie diese Entscheidung selber treffen kann, damit sie die Entscheidung, weil ich kann ihr das doch nicht beantworten.
Und da hat es dann bei Samuel Klick gemacht, weil er im Prinzip verstanden hat, dass ich nur ihre Gefühle und ihre Vorlieben respektiert habe. Mir ist aber nicht um dieses jetzt vordergründig Gesundheitliche ging. Und das war so die Diskussion, die wir hatten und haben eigentlich auch immer die vegane Ernährung dann im Beibehalten. Und anfangs war Samuel natürlich schon sehr skeptisch und wir hatten da super viele Diskussionen. Und heutzutage sagt er wirklich, ich bin dankbar und froh, dass du dich durchgesetzt hast, weil wenn er sieht, wie viele Obst- und Gemüsesorten und Grünzeug und Laurella isst und mit wie viel Freude und Genuss, dann, weil er sieht natürlich jetzt auch viele andere Kinder, ohne jetzt andere schlecht zu machen, aber die sind einfach anders aufgewachsen und für die ist Pasta ein Hauptnahrungsmittel. Und das ist so, dass, da ist er eben auch wirklich total dankbar. Und bei Leonard, das war dann natürlich das zweite Kind, was 4 Jahre später kam. Da haben wir bei Lorella natürlich, weil sie dann auch in der Kita war und alles, da kamen natürlich nochmal ganz andere Einflüsse. Da habe ich auch wieder einen Gang zurückgeschalten. Dann kam auch ein bisschen mehr Zucker mit rein. Und Leonard ist in diese Welt reingewachsen. Der hat gar nicht dieses Optimum vom Anfang gehabt. Und da machen wir natürlich von Anfang an ganz andere Regeln. Aber für uns ist immer vegan, so glutenfrei wie möglich, mit viel frischem Grün und Zeugs. Und ja, ich achte eben hauptsächlich auf die Nährstoffe und wie du ja auch immer sagst, viel auf, also Bio ist bei uns, das möchte ich. Das ist Standard und manche Menschen sagen auch, ja, aber Maria, das ist ja auch ein Kostenfaktor. Das war es für mich nie. Nicht aus dem Grund, dass ich immer irgendwie viel Geld habe. Ich habe nicht super viel Geld, also und ich habe am Existenzminimum gelebt und ich habe mir immer Bio gekauft. Und meine Mutter meinte auch, sag Maria, dann spar dir doch lieber das Geld. Und da habe ich gesagt, nein, Mutti, mache ich nicht. Bio ist für mich ein absolutes Muss, weil diese Vorschriften von den Chemikalien, die sind darauf errechnet, was 5 Stücken Obst oder Gemüse maximal enthalten dürfen. Ich esse jeden Tag mehr davon. Wenn ich also nicht auf Bio achte, dann komme ich jeden Tag über diese erlaubten Vorschriften oder Reglementationen und das wird ja auch jedes Jahr erhöht, denke ich mal, so wie alles andere. Und deswegen habe ich gesagt, Bio ist für mich ein absolutes Muss. Und das ist auch so die Basis, die wir haben. Aber ich meine, klar, Lorella geht zur Schule. Ob da immer alles vegan ist, kann ich heutzutage auch nicht sagen. Aber da ist es eben auch wichtig, sie ist ein eigenständiges Lebewesen und es ist auch gut, dass sie ihren Weg geht, ne? Ich habe auch die Erfahrung gemacht, Bio haben auch immer wirklich Menschen gekauft, die wenig Geld hatten. Ich hatte auch, ne, als Studentin nicht viel Geld und auch später nicht. Und habe trotzdem auch immer Bio war mir wichtig oder regional. Also es kommt immer auf den Fokus drauf an. Ja, und für mich hat es auch nichts, also klar, es gibt natürlich auch Familien und Menschen, die geraten in Unglücke hinein, wo man dann wirklich, das kann ich verstehen und das will ich auch überhaupt nicht beurteilen und bewundere diese Menschen auch. Ich war dort auch. Ich war im absoluten Existenzminimum und gleichzeitig war für mich immer klar, wo setze ich meine Prioritäten und das finde ich auch so toll, dass es jeder Mensch auch für sich entscheiden darf und ich verurteile das auch nicht, wenn jemand auch ganz frei heraus sagt, du, mir ist es wichtig, dass ich eben mobil eben gut aufgestellt bin. Ich brauche ein gutes Handy, ich brauche eine gute Plattform und spare dann lieber an anderer Stelle. So darf ja jeder Mensch auch seine Prioritäten setzen. Und genauso sage ich eben für mich, Bio und meine Lebensmittel, das ist der Luxus für mich. Da fließt so ziemlich mein ganzes Geld rein und das ist für mich auch okay. Dafür spare ich an Klamotten, an Technik, an Elektronik und anderen Sachen. Genau, ja. Und wie war das? Also, die Laurella hat ja wirklich das erste Jahr 100% Rohkost, ne? So, das hatte ich zum Beispiel mit meinen Söhnen nie, weil ich nur vegan war, als sie geboren wurden. Das mit der Rohkost kam dann erst ein paar Jahre später. Genau, aber da habe ich einfach einen Rohkostanteil erhöht. Wir haben auch mal einen Rohkosttag gemacht. Aber so diese Herausforderung, die vielleicht dann auch von außen kommt, zu sagen, was, nur Rohkost, ist ja nochmal eine andere Nummer als was, nur vegan, ne? Also Ja. sind ja doch noch mal andere Lebensmittel dabei. Wie hat denn dein Umfeld darauf reagiert? Familie, Freunde, was, Laurella, nur Rohkost? Gab es das oder gab es eher auch so, toll, dass du da so drauf achtest, mehr eine gesündere Ernährung oder kam das nie? Es kam natürlich. Und die Sache ist, Silke, das Interessante ist, es kam gar nicht so viel von außen, weil ich noch relativ abgeschottet war, weil ich war mit Lorella lange zu Hause. Ich habe ja nebenbei so auch meinen YouTube-Kanal dann aufgebaut und ich habe meinen Mutterschutz über, glaube ich, über 3 Jahre rausgezögert. Also ich habe kaum Geld bekommen, aber eben, weil ich wollte lieber das ganze Geld auf 3 Jahre verteilen, dass ich so lange wie möglich zu Hause sein kann und meine Schiene fahren kann, als dann so viel
Einfluss auch zu haben, weil ich auch der Überzeugung war, dass eben je länger die Kinder bei der Mama bleiben können, ist gut. Dass nicht jeder die Voraussetzungen hat, ist mir auch klar. Und deswegen kam so von außen gar nicht so viel. Und ich muss auch sagen, da habe ich dann auch manchmal so gedacht, ich weiß einfach zu viel. Ja, also es kam natürlich schon von Freunden, aber da hat es mich nicht so tangiert. Wo es mich eher getroffen hat, wenn es meine Mama gesagt hat oder meine Schwester oder auch so die Familie von Samuel, die natürlich da schon sehr hingeschaut haben. Und gleichzeitig war ich da auch immer so, es ist mein Kind, ich weiß zu viel und ich möchte das, ne? Also ich möchte das, mir ist es wichtig und ich nehme das auch gerne in Kauf. Und dadurch, dass es Laurella immer gut ging, die immer sehr gesund war, immer gut versorgt war und so, hat auch kaum jemand so Angriffsfläche gehabt. Und ich glaube, dadurch, dass ich das halt so auch nach außen hin auch irgendwie verteidigt habe, haben auch viele nach zwei, dreimal Nachfragen aufgehört, mich direkt anzusprechen. Ich weiß aber, dass so hintenrum ging das, wo ich aber dann auch immer gedacht habe, sollen sie mir doch ins Gesicht sagen. Weißt du so? Also es gibt ja. Okay. Kam dann auch immer, ja, die bekommen nicht alle Nährstoffe, deine Kinder oder gerade Laurella. Wie hast du das da entkräftet? Genau, also ja, viele haben, das war ja die Hauptsorge. Also die Leute haben ja nicht gesagt, um mir irgendwie zu schaden oder weh zu tun, sondern weil sie sich wirklich richtig diese Gedanken gemacht haben. Und das muss ich auch sagen, finde ich auch total wertschätzend und auch liebevoll. Und habe auch immer daran gedacht und habe dann eben wirklich erklärt, dann eben auch, ich hatte ja auch die Diskussion wirklich mit Samuel, der auch gesagt hat, aber Maria, wo kriegt ihr denn ihre Proteine her und ihr Eisen, ihr Kalzium? Und dann habe ich ihm das eben alles aufgezeigt. Und genauso habe ich auch eben mit den anderen Leuten dann eben gesagt, sie kriegt ihr Kalzium da und dazu. Und schau mal, ich habe auch wirklich auch so für meine Sicherheit das eben dann wirklich mal in so ein Ernährungsprotokoll eingegeben, wie gesagt, auch für den Arzt und habe ihm wirklich aufzeigen können, sie bekommt alles. Und je mehr ich mich belesen habe, habe ich auch gemerkt, dass eben es gar nicht darum geht, jeden Tag alles zu bekommen, sondern über einen gewissen Zeitraum. Und Kinder eben wirklich diese instinktive Ernährung noch haben, dass sie so, dass es nicht darum geht, dass wir ihm immer das Richtige in den richtigen Mengen geben, sondern dass wir den Kindern eine bunte, also jeden Tag den Regenbogen anbieten, sodass sie die Möglichkeit haben, sich das zu nehmen, instinktiv, was sie gerade brauchen. Denn ich glaube, jede Mama kennt es so, dass manchmal die Kinder auch so eine Phase haben, dann essen sie eben vielleicht nur Banane oder mal nur Apfel oder nur mal Beeren, dann essen die eine Sache, bis sie das haben, was sie daraus brauchen und dann geht es auf das nächste los. Die essen nicht immer alles so vielseitig durcheinander, sondern die fokussieren sich auf eins, was sie dann eine Weile haben wollen, weil da irgendwas drin ist, was sie gerade brauchen. Und dann geht es weiter zu anderen Sachen, die sie dann gerade mal wieder mögen. Und darauf habe ich auch mehr und mehr vertraut, dass ich ihm wirklich gesagt habe, dann braucht sie das jetzt gerade. Und du hast ja gesagt, du hast Laurella das erste Jahr rohköstlich ernährt. Wie kam dann der Umschwung, dann doch Kochkost zu integrieren? Pflanzenkost? Ich habe sie sehr, sehr lange rohköstlich ernährt, also so lange wie eigentlich ging. Dieser Umschwung kam eben, als das war mit diesen Wachstumskurven. Da kam das so ein bisschen, dass mein Partner eben auch gesagt hat, wir müssen uns andere Wege überlegen, wenn dieser hier nicht geht. Dann habe ich zwar im ersten Moment gesagt, ja, stimme ich zu. Und auf der anderen Seite habe ich gesagt, ich will alles nicht hören, ich will alles nicht sehen. Und habe aber gesagt, naja, klar, müssen wir andere Wege auch gehen, weil. Weißt du, so wie du auch bei deinem Sohn das gemacht hast, ne? Und dann habe ich auch gesagt, klar, sind wir offen. Und dann habe ich mich eben auch geöffnet und habe eben auch, wenn wir auf Reisen waren, ich meine, Silke, damals, als wir gereist sind, ja, vor, das war jetzt, Laurella ist jetzt 8, als sie 1, 2 waren, sind wir viel gereist unterwegs. Es gab nicht immer Rohkost, ne? Also da sind wir einfach auch auf Kochkost dann zurückgestiegen, um eben damit wir eben auch satt werden. Und das war ja auch für mich so eine Erfahrung, dass ich eben auf Reisen auch nicht meine Rohkost immer so zu 100% durchdrücken kann. Ja, schon irgendwie, aber wo bleibt dann da die Lebensqualität? Das war auch für mich so eine ganz wichtige Erfahrung dann eben, ne? Dass man eben auf Reisen die Energie eben auch vom Reisen her zieht und nicht unbedingt hauptsächlich durch die Ernährung, sondern dass da eben andere Eindrücke und Sachen dann auch mal im Vordergrund stehen dürfen, als immer nur die Ernährung. Die Ernährung, ja. Und nutzt du für deine Kinder Nahrungsergänzungsmittel oder? Ja, mache ich.
Mache ich. Also nicht viele, weil ich auch immer der Meinung bin, dass so viel wie möglich wirklich aus der Natur zu kriegen, weil dort gibt es alles in diesem perfekten Verhältnis. Weil bei Nahrungsergänzungsmitteln, wenn du so viel nimmst, kannst du eben auch so dieses falsche Verhältnis erzeugen, was dann auch wieder kontraproduktiv ist. Worauf ich aber achte, ist das Vitamin D3, weil es eben wirklich für jede Zelle im Körper wichtig ist. Ich schaue auch bei dem B12, das ist, dass wir das auch nicht immer permanent und ständig und immer. Ich denke auch, dass wir als Mamas da so ein bisschen so auf unser Bauchgefühl auch hören dürfen, ne? Wann ist es jetzt mal, oder die Kinder dann auch fragen, kann ich mal wieder sowas? Und andere Sachen eben, also wenn wir die drei nehmen, versuche ich auch Magnesium noch ein bisschen dazu zu führen. Und ich schaue ab und zu auch auf Omega-3, aber eben nicht die ganze Zeit. Und ich gucke auch immer, ne? Also, und du weißt, wir nutzen ja auch die Produkte von Root, ne? Dass da bin ich auch beim Thema, eben den Körper eben sauber zu halten. Da habe ich eben wirklich auch nachweislich schon Glyphosat aus dem Körper sowohl von meinem Sohn als auch von meiner Tochter rausgekriegt. Und das sind halt auch so Sachen, da will ich auch gar nicht mehr wegschauen, weil selbst wenn wir uns bio ernähren, Glyphosat ist ja auch in der Luft, die wir atmen. Ich lebe mit meinen Kindern hier in einer Großstadt in Berlin. Da ist halt ein ganz anderes Kaliber, ne? Und auch selbst wenn du alles bio isst, sind wir ja Sachen ausgesetzt. Und da schaue ich natürlich schon drauf, weil ich denke, das wird auch für die Zukunft so ein Thema sein, wo wir einfach auch noch mehr darauf achten dürfen, dass, wenn wir uns nicht mehr mit so viel Grünzeug und Wildkräutern und Sprossen und Superfoods versorgen, dass wir dann da doch ein bisschen was zuschießen müssen, weil die Böden ja immer ausgelaugter sind. Es wird immer schneller hochgezüchtet. Wir müssen immer mehr Menschen aus diesem Planeten versorgen. Und da bleiben einfach gewisse Sachen auf der Strecke. Und was ich auch immer noch wichtig finde, das Darmmilieu so zu stabilisieren, den Darm wieder so herzustellen, dass er eben wirklich auch das, was man zu sich nimmt, auch gut verwerten kann, ne? Genau, ja, weil das ist das Wichtige. Also diese drei Sachen, die ja am wichtigsten sind, was ich immer so sage, das ist die Triologie der Gesundheit, ist das erste der Darm. Weil wenn der Darm nicht sauber ist, dann können wir nichts aufnehmen. Ne? Also da erstmal wirklich den Darm eben sauber machen, dann natürlich auch eine Ausleitung, Entgiftung regelmäßig. Und das dritte ist dann wirklich mit Nährstoffen aufzufüllen. Also diese drei. Und wenn du das machst, auf deinen Darm gut aufpasst, auf eine Entgiftung oder Ausleitung und schaust, wo kriege ich wirklich meine Nährstoffe her, dann bist du richtig gut aufgestellt. Ja, kann ich dem nur zustimmen. Und klar, da können wir ja dann auch bei unseren Kindern achten. Bei uns wurde meistens nicht von Anfang an drauf geachtet, ne? Wir haben auch noch alle möglichen medikamentösen Behandlungen bekommen, ohne dass da groß hinterfragt wurde. Aber es war halt damals so. Na, jetzt ist auch, oder so, seit ein paar Jahren hat man schon das Gefühl, dass da viele bewusste Eltern sich für andere Wege entscheiden, was ihre Kinder Ja, und und das. es ist auch, also so, wie du so sagst, es war damals so. Also meine Mama, die hat ja auch mich nach bestem Wissen und Gewissen großgezogen. Ne? Aber wir dürfen auch nicht vergessen, es war halt damals eine andere Zeit, wo man auch wirklich aus einer Hungersperiode kam, wo man damit zu kämpfen hatte, kriege ich mein Kind satt oder nicht. Ja? Also wenn ich höre, was mein Opa mir erzählt und sagt, Maria, ja, wir haben den Weißkohl so roh vom Feld gegessen, wir mussten die Wildkräuter und so essen, wir hatten nichts anderes, ja. Und das ist auch eine ganz andere Gesellschaft. Und die waren einfach froh, dass sie uns sowas. Also ich habe früher, was habe ich zum Frühstück gegessen? Zwieback mit Zucker und Milch. Also, weißt du, ich bin ja auch groß geworden, aber klar gibt es dann halt Sachen, die da eben aufgeräumt werden dürfen und wo sich eben auch Sachen ablagern im Darm. Ne? Und trotzdem hat meine Mama das immer so gut gemacht, wie sie es konnte. Und das weiß ich auch. Ne? Das sehe ich auch so. Aber nicht zum Beispiel. Wenn ich mich als Kind erinnere, ich hatte immer oft Mittelohrentzündung. Ich hatte auch, da kann ich mich jetzt aber nicht mehr erinnern, dass ich immer oft Angina hatte, aber ich kann mich an den Krankenhausbesuch erinnern, dass sie mir Teile der Mandeln entfernt hatten. Das wäre ja mit einer anderen Ernährungsweise, mit nochmal einem Blick ganzheitlich auf diese ganzen Symptome, hätte das nicht sein müssen, ne? Ich war auch, ich glaube, mit 2 Jahren im Krankenhaus, weil mir ein Polyp aus der Nase entfernt wurde, mit 6 Jahren, weil mir Teile der Mandeln entfernt wurden. Ich hatte oft Mittelohrentzündungen, die wirklich sehr schmerzhaft waren, da kann ich mich echt erinnern. Das sind ja auch kleine Traumatisierungen als Kind. Und ich kann nur sagen, meine Kinder hatten das noch nie. Weder eine Mittelohrentzündung noch eine Angina. Die sind eigentlich immer gesund. Also sie haben keine Karies. Also es gibt, also mein Ältester, der war die letzten 5, 6 Jahre einen Tag krank. Da hat er sich mal, ach, 2 Tage hat er sich mal übergeben und einmal hat er mal Fieber gehabt. Sonst, da ist einfach nichts. Also Ja, super habe so das Gefühl, interessant, weil körperlich.
Und auch geistig, seelisch gesund, so wie man sich es eigentlich wünscht. Schön, ja. Also so schön, dass du da auch so viel auch ja, eben aufgearbeitet hast und so diese alten Muster durchbrochen hast. Ne? Das finde ich so interessant, weil ich hatte als Kind auch viel Mittelohrentzündung. Also ich war regelmäßig da beim Arzt. Ich konnte auch nicht auf Kissen schlafen und so. Und ich hatte auch jedes Jahr, ich war als Kind schon gut gesund, aber ich hatte jedes Jahr eine Angina. Jedes Jahr. Jedes Jahr. Ich weiß auch oftmals im Urlaub, weil ich dann so zur Ruhe gekommen bin, aber jedes Jahr diese Angina. Also ich weiß gar nicht mehr, ich kann mich gar nicht mehr erinnern. Also ich weiß, mein Simon hatte in den ersten Jahren schon auch mal mit Bronchitis zu kämpfen, nach einer gewissen medikamentösen Behandlung, sage ich mal, und auch so Konflikte in der Trennungszeit von seinem Papa und mir. Wo, also das weiß ich, da kommt das ja auch immer her. Da muss man immer vielschichtig drauf schauen. Aber ich kann mich nicht mehr erinnern, wann er das letzte Mal einen Infekt hatte, Schnupfen oder Husten. Ich kann mich einfach nicht mehr erinnern. Das ist in den letzten 6, 7, 8 Jahren. Weiß nicht, es ist schon lange, lange, lange wirklich her. Ja, also ich muss sagen, ich finde das ganz toll und ich bewundere das auch und ich, also das liegt auch, na klar, auch an der Ernährung und gleichzeitig denke ich auch immer so, weil manche Eltern sich dann auch manchmal so den Druck machen, ja, jetzt ist mein Kind wieder krank und jetzt ist wieder irgendwas, dass das, also auch Eltern so den Druck zu nehmen, zu sagen, du machst trotzdem viel richtig. Also es gibt ja auch immer noch, also die Gene sind ja ein Teil, noch andere seelische Einflüsse, die auch noch mit drauf spielen. Es ist ja nicht alles nur die Ernährung. Und dann ist es ja auch so, manchmal, also das, ich denke, sehe das Immunsystem auch manchmal so als Muskel. Das geht ja nicht darum, niemals krank zu sein, sondern wirklich ab und zu ist es ja auch gut, wenn das Immunsystem so ein paar Anreize bekommt. Und dass wir dahin dann eben schauen, wo können wir noch mehr Unterstützung geben, wo können wir es noch mehr also trainieren sozusagen. Aber dann eben zu schauen, dass wenn jetzt wirklich chronische Sachen sind, wo liegen die Ursachen und da dann ranzugehen und nicht nur eben so eine Symptom, wie soll man sagen, Linderung. Behandlung, einfach nur auf die Symptome, dass man nicht schaut, wo sind die Ursachen, ne? Ja, Also, ja. ja, und es gibt auf alle Fälle eine Möglichkeit, genau, wie man so verschiedene, also ne, es gibt ja verschiedene Säulen der Gesundheit, dass man auch bei Kindern so nach und nach darauf achten kann. Ich meine, eine Krankheit kann ja auch immer einen Entwicklungsprozess eines Kindes einleiten, dass es manchmal gestärkter aus einer Krankheit hervorgeht, ne? Also, es ist ja nicht so, dass meine Kinder nie krank waren, aber ich merke, mit einer gewissen Lebensweise und Unterstützung, Begleitung, da gehört nicht nur die Ernährung dazu, da gebe ich dir recht, kann man schon dafür sorgen, dass seine Kinder wirklich gut gesunden und da gut durchs Leben gehen, ne? Ja, Also das ist schon möglich. da stimme ich dir zu. Also da kann ich zu 100% unterschreiben. Es Ich gibt finde eine das auch. Thematik, die ich noch nie öffentlich angesprochen habe, was bei meinem Ältesten auch dazu geführt hat, dass er keinen Kopfweh und keine Bauchschmerzen mehr bekommen hat, weil es immer eine gewisse Ursache dafür gab, als wir uns für einen anderen Weg entschieden hatten. Vielleicht werde ich darauf irgendwann mal, werde ich dazu bestimmt mal Stellung nehmen auf YouTube, aber jetzt ist noch zu früh. Aber da habe ich auch gemerkt, wie er wieder gesundet. Da gehört nämlich auch die Psyche dazu. Also, ne, auch wenn man irgendwo an einen gewissen Ort nicht hin möchte und da nicht gesehen wird, nicht, wenn man sich da nicht entwickeln, entfalten kann, dann ja, Ja. das kann auch dazu führen, dass Kinder immer mal wieder krank werden. Genau, und da ist es auch so, das wollte ich auch so ein bisschen damit sagen, das muss nicht immer, also es hört sich immer so komisch an, aus diesem Leben sein, sondern wir kriegen ja durch die Geburt, durch diese Zeit im Mutterleib, über unsere Gene, ganz viele Sachen, die da drin gespeichert sind, mit, die sich manchmal ausleben und manchmal eben nicht. Und da sind so auch gewisse Traumata über Generationen gespeichert, die der eine eben mehr zum Vorschein herbringt als der andere. Und deswegen will ich auch so den Eltern oder so auch mitgeben, es hat nicht immer was damit zu tun, dass du bei deinem Kind in der Ernährung oder in der Erziehung was falsch gemacht hast, sondern es kann einfach auch der Rucksack mit sein, den das Kind schon mitgebracht hat, ja, also das können manchmal so ganz kleine Sachen sein, also bei dem Leonard ist es zum Beispiel so, der ist sehr ängstlich, der hat Angst, also auch vor Geräuschen und so und ich glaube, das liegt daran, wir waren damals, als ich mit dem schwanger war, in Südafrika am Strand und da sind so eine Armeejets rübergeflogen, ich habe mich so erschrocken, das ging durch meinen ganzen, also ich hatte einen Schmerz im ganzen Körper, so einen Angstschmerz, habe mir so die Ohren zugehalten und ich habe richtig gemerkt, das ist auf Leonard übergegangen und ich bin mir sicher, dass seine Angst dieses daher kommt, weil der
dieses Gefühl so intensiv war. Und das war ja kein richtig oder falsch von mir, so zu reagieren. Es war einfach eine Reaktion. Und da darf ich jetzt den Leonard sein Leben lang begleiten. Und das ist nur, das will ich nur so damit sagen, dass manchmal passieren einfach Sachen, die weder richtig oder falsch sind. Sie sind einfach. Und dann dürfen wir unsere Kinder dann begleiten. Es ist interessant, was du gerade beschreibst. Das hat auch schon der Gerd Hamer in der neuen germanischen Medizin beschrieben. Wenn eine schwangere Mutter irgendwie durchs Dorf läuft und auf einmal geht eine Kreissäge unmittelbar neben ihr an, sie erschrickt sich, dann ist das ein Konflikt für die Mutter oder eine kleine Traumatisierung für die Mutter und auch für das Kind. Das kann sich wirklich dann im Leben des Kindes auswirken, was man dann begleiten darf. Und viele wissen ja auch nicht, gar nicht, dass man über die, ne, die Epigenetik, das hat man ja herausgefunden, dass Traumatisierung auch von den Eltern, Großeltern ja weitervererbt werden. Man hat dann auch immer eigentlich als Chance, als der Letzte gerade seiner Ahnenlinie die Themen aufzulösen für seine Ahnenlinie und sie nicht an seine Nachkommen weiterzugeben. Das ist eigentlich auch ein Geschenk. Ja. Das sind sich viele gar nicht so bewusst. Dann bin ich auch mal sehr demütig. Ich habe auch gewisse Dinge aufgelöst, weil ich viele Entscheidungen anders getroffen habe in meinem Leben. Aber ich würde nie sagen, meine Eltern haben Fehler gemacht oder so. Sie haben einfach das Beste gegeben, was sie mit ihrem Bewusstsein, mit ihrem Wissen gegeben haben. Ich habe meinen Eltern dann noch nie Vorwürfe, warum habt ihr das gemacht? Klar habe ich auch mal gefragt oder gesagt, ja, gerade mit der Ernährung, mit den Symptomen, die ich hatte, mit den Operationen, habe ich gesagt, mit dem heutigen Bewusstsein hätte ich eine andere Entscheidung getroffen, aber ich hätte da jetzt nie Vorwürfe. Es war einfach damals nicht im Bewusstsein oder im Zeitgeist so. Da gab es ja niemanden groß, der das anders gemacht hat. Da ist ja die alternative Gesundheitsbewegung doch recht groß, ne? Dass die Leute sich mehr damit beschäftigen und dass man zu mehr Erkenntnissen und echtem Wissen kommt. Genau, wir haben die Chance, das zu durchbrechen und einfach andere Wege einzuschlagen. Und deswegen, wir mussten aber auch so diesen Weg gehen mit unseren Eltern, dass wir dann sagen, nee, ich möchte das für meine Kinder anders. So. Das sind ja auch immer so gewisse Impulse, die da durch uns durchkommen. Ich kann manchmal immer gar nicht sagen, warum. Man wird ja wie geführt. Das ist ja manchmal gar nicht so, dass man ist einfach geführt, einen anderen Weg zu gehen. So. Wird einem dann erst später bewusst. So. Ja. Und das kann man dann auch mit seinen Kindern gehen und da auch gewisse Dinge heilen, gewisse Dinge verbessern in der Ahnenlinie. Das ist ja was Positives. Ja, das stimmt, ja. Es ist auch ein wundervoller Weg da, das mit dem, ich finde es auch so interessant, also wie du sagst, kommt gerade einfach so durch mich, dass du sagst, dass wir unsere Kinder begleiten und gleichzeitig bin ich auch überzeugt davon, dass unsere Kinder auch uns begleiten, weil wenn ich überlege und sehe, wie viel ich durch, und da kriege ich Gänsehaut jetzt, wenn ich das sage, wie viel ich durch meine Kinder mich selber erweitert habe, gewachsen bin über mich hinaus, das ist einfach auch unglaublich, ne, diese Reise. Ja, kann ich auch wiedergeben. Also die Kinder, das ist so ein Geschenk, weil man auch daran wachsen kann, weil man viele Impulse auch durch die Kinder bekommt, wenn man zulässt. Manche haben den Blick drauf, na, was wollen mir Kinder beibringen? Die sind ja noch nicht fertig, ne? Die müssen ja erstmal reifen, aber man kann durch Kinder, wenn die noch angebunden sind, so viel lernen, aber auch durch meinen Jüngsten, der sich zwar gegen die vegane Ernährung gesträubt hat, mir aber auch aufgezeigt hat, dein Weg ist nicht mein Weg, sei nicht zu dogmatisch, manipulier mich nicht, der immer ganz klar mit mir gesprochen hat. Das war unglaubliches Entwicklungspotenzial auch. Ja. Ein Thema, wegen ihm trage ich heutzutage Barfußschuhe schon viele Jahre. Wegen ihm bin ich viel barfuß gelaufen. Wegen ihm habe ich mich mit Reinkarnation beschäftigt, auch mit Epigenetik, Traumavererbung. Das war alles, das hat er mir so aufgezeigt. Und auch meine Bedürfnisse wahrzunehmen, weil er seine Bedürfnisse immer, die standen an erster Stelle. Und da durften meine Ältesten und ich, wir haben unsere Bedürfnisse immer zurückgenommen, wir durften lernen, unsere Bedürfnisse sind auch wichtig. Und als wir das für uns aufgelöst hatten oder angenommen haben, dann hat mein Jüngster zurückgefahren mit dem Kopf durch die Wand. Das war erstaunlich. Das hat sich dann alles viel mehr harmonisiert. Und so haben, wenn man das wirklich will, einen Blick dafür hat, haben Kinder auch so eine unglaubliche Bereicherung auch für uns selbst, für unsere Persönlichkeitsentwicklung. So. Und das ist wirklich ein Geschenk. Ja, und die größten Herausforderungen, die wir so haben, auch im Leben, sind ja auch die uns dann am meisten wachsen lassen und dann wieder, ja, an so einen Schritt weiterführen an unser Lebensziel. Ne? Und wir geben diese neuen Impulse auch an unsere Kinder weiter und sie können das auch noch weiter fortführen. Ne? Wir sind ja so kleine Rädchen. Ja. So. Also wichtige Rädchen, aber wir geben es dann weiter. Das finde ich auch so wundervoll. So, liebe Maria, ich danke dir. Ja. Schon bestimmt, glaube ich, über eine halbe Stunde gesprochen. Vielen Dank für deine Ausführungen. Deinen Kanal kann ich auch unten nochmal in die Videobox verlinken oder auch im ersten angepinnten Kommentar.
liebe Zuschauer, schaut bei Maria vorbei, wenn euch auch die Ernährung oder das Thema gesunde Ernährung mit Kindern interessiert. Da gibt es auch viele Impulse von Maria auf ihrem YouTube-Kanal. Ja, hinterlasst gerne eure Meinungen, Gedanken zu unseren Ausführungen. Wie sind eure Erfahrungen mit euren Kindern? Wir sind gespannt, was ihr so schreibt. Und ja, wir wünschen euch eine wundervolle Zeit. Liebe Maria, dir auch alles Gute und bis bald.